Ja, wenn es gut ist, dann packen wir es einen Tag hin und zurück eigentlich. Okay, ein Unfallort oder sowas. Ah, schon gerade bedenkt man, wie oft die Leute hier langgefahren sind, damit sie sich Pferchen da lang geben. Das war doch schon eine Weile. Wenn wir sind dann wieder regelmäßig. Was, wir sind schon da? Okay. Ich glaube, die Abkürzung hat viel gebracht. Direkter Weg, das wäre übel geworden. So, vorwärts Pferdchen. Oh, zum Glück haben wir den. Ich bin gerade so happy drüber, dass wir so nebenher rumlaufen und Quests machen. Das ist voll geil. Was uns das jetzt Arbeit erspart hat. Krasser Scheiß einfach. So oben in der Kirche oder wo ist der? Ja, das da oben. Jo, was geht? Simon, sagt. Gott sei mit dir. Ja, so ungefähr. Ich brauche deine Hilfe, Pater. Und was fehlt dir, Junge? Nichts. Philipp Oskalitz liegt im Sterben. Er ist in Sasau und hat nicht mehr lange. Immer langsam. Was ist mit ihm geschehen? Das weiß keiner so genau. Er hat keine sichtbaren Wunden, hat sich aber länger unter Leichen vor den Kumanen versteckt. Gott hab Gnade. Lebende sollten nie unter den Toten weilen. Seine Eingeweide müssen verdorben sein, doch dann liegt sein Schicksal in Gottes Händen. Kann man die Eingeweide reinigen? Es mag dich überraschen, aber du wirst ihm Alkohol einflößen müssen. Den reinsten, den du in die Finger bekommst. Der beste wird aus Wermut destilliert. Er wird Fieber bekommen, aber es wirkt. Ich zeige dir, wie man ihn herstellt. Okay. Mach ich Wermutgeist her zum Teufel? Halbpferd was? Ist kaputt. Ist kaputt. Wermutgeist habe ich doch sogar schon. Habe ich. Ich habe Wermutgeist. Achso, warte, ich hab's im Fertig-Idiot. Ihhh, oh, das ist toll, wir haben's schon. Ja, voll geil, Digga. Wenn der ganze Alkohol einen Wurf hebt, ne? Hä? Hä? Habe ich einen Fehler gemacht? Nein, ich hab's gedroppt! Nein! Mann! Nur einmal die X-Rüge Bogene fix bleiben. Letztes Falle. Ich hab mich gerne nicht mehr ausgestellt hatte. Müssen wir wahrscheinlich nochmal Reiter. Ach Mann. Ah, Bein richten, okay. Hältst du ihn bitte gut fest? Ja. Ja. Knack. So, das haben wir gemacht. Heads up. Fertig. Reden. Und? Keine Ursache. Ah, dem geht's schon besser. Okay. Mit dem haben wir angequatscht. Oh. Hoffentlich sind das die Kräuter. Nee, hab ich noch nicht. Ja.
Muss ich noch klären. Gut, dann müssen wir nochmal losreiten. Da ist Pebbles. Ah ja, selber schuld, Boogie. Aber wir sind ja gleich da. Ganz ruhig, Pferd. So, Quellfeld ein, dann gleich. Ab durch den Wald. Von der Mitte bis zur Titte. Ich hab's fallen lassen, Mann. Ich so, hey, X. Das Problem ist das Pferd. Da weiß man doch nicht, wo es hinwirft. Es droppt ja nicht direkt bei uns, oder? Es droppt eigentlich da, wo das Pferd ist. So, rennen wir gleich hier mal Querfeld ein schon. Vielleicht finden wir hier noch was. Feines heute hier. Einfach langlaufen, einfach weiter langlaufen. Gute Pebbles. Ja, vorne. Ein bisschen mal ganz feine Pebbles. Ja, moi. Da. Kutschi, kutschi. Ihn schlaucht es auch noch ein bisschen vom Reiten, aber schon viel, viel besser wie vorher. Vorher war er voll der Noob. So, dann müssen wir links lang. Ganz ruhig, Kleine, wir haben es gleich. Gleich Würze. Müssen wir eh langsam machen, sonst hagelt es uns runter. So, und Feuer. Ja, da unten wissen wir ja mal ein kleines Flussstückchen, wo wir rüber können. So. Fischreuse. Ah, okay. Brauchen wir noch was entdeckt, wunderbar. Das müssen wir noch da lang. Und schon sind wir wieder da. Dann haben wir den Wermutsgeist. Ey, was für random, du. Weißt du, was für ein Glück, dass wir den sogar haben. Oh, freut mich. Ah, geiler Scheiß. Echt top. Ist voll geil. Ah, wir gehen Querfeld ein, ist besser. Wupp, elegant. Pferde mögen es eigentlich nicht, über Wasser zu springen. Es reflektiert. Ist denen so nicht wirklich angenehm. Lol. Voll hängen geblieben halt. Ja. War nix. Müssen mal da hoch. Pebbles? Ja. War nicht der beste Sprung leider. Da ist er gleich. Ach, das ist geil, ey, dass man den gefunden hat. Ja, wie freut's gerade. Hier war noch. Ich darf nur nicht wieder den Werwolfsgeist fortschmeißen. Das wäre jetzt dumm. So, und deswegen speichern wir jetzt mal kurz. So. Halt. Pferd. So. Ich mach's aber schnell Durchlauf. Gott sei mit dir. Ich brauche da... mal was... Nichts. Immer langsam. Das weiß kein... Gott hab Gnade. Kann man die Eingeweide... Es mag dich überraschen. Er wird Fieber bekommen. Ich hab doch einen Wermutsgeist. Eins von eins, ja. Muss ich jetzt mir den Wermutsgeist zurückgehen, oder was? Questlog? Beschäftige... Ja? Hab ich ja. Ich will nicht bestehlen. So. Ich hab doch Wermutsgeist besorgen, kann ich mit dem nicht quatschen? Backt das schon wieder? Die Aufgabe heißt doch klipp und klar, besorge ihm Wermutsgeist. Kann ich jetzt mit dem Räder? Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ja, gell, übel. Wo geht's überhaupt in die Bude rein? Kann man da was machen? Oder wo wohnt der?
Nö, der wurde auf jeden Fall nicht. Ja, und jetzt? Müssen wir eine Stunde weiter gucken, dass er sich bewegt. Hashtag leicht verpackt. Vater? Och Mann, was ist denn da los? Die Satteltasche. Sag mal. Ja, ich hab doch das für den. Was ist denn da los? Ach, Mann. Ich hasse sowas. Das Schiff scheint immer noch auf der gleichen Stelle. Ja, klar. Vater Seemann. Was ist denn? Was denn? Was zum Teufel? Ja, ich hab das Zeug. Muss ich jetzt einfach wieder zurück? Alter. Mir reit mal zurück, weil... Ja. Also willst du noch zeigen, wie man das braucht? Ich raff's nicht. Das kann nicht sein. Wisst ihr was? Wir machen mal eins. Bis mal ein paar Stunden jetzt weiter, kein Zeit, es wird spät, kein Zeit, wird sterben, ich weiß es nicht, aber ein Spiel mal wieder rumbackt. Na, haben wir 100% geschafft, Mythen und Rhetorik. Lesen. So, viel Spaß. Jetzt bin ich mal gespannt. Mich nervt gerade ein bisschen. Weil du uns nicht zeigen, wie man das sagt, wie man den braut, ne? Redekunst verbessert. Ach, leg mir doch am Arsch, du, wenn ich jetzt zurücklaufe und es klappt nicht, da. Dann flippe ich aus. Werte? Stärke, stimmt, da kommt man aus. Hä, bist du bescheuert? Bollwerk, Wildschwein, Ja, das wäre toll. So. Scroll dann, ich muss noch runter haben. Ach, da wusste ich ja, was ich nehmen soll. Schönling, du bist ansehnlich und charismatisch, gehörst aber nicht gerade zu den stärksten Mannsbildern. Charisma ist zum 2 Punkte erhöht, Stärke und 2 Punkte verringert. Du siehst lieber auf Gewaltschaftskonflikte in Nacht und Nebel, du ziehst es vor, dich in den Schatten aufzuhalten. Du hältst einen Bonus von 2 Punkten auf heimlich, verlierst aber 1 Punkt bei Stärke und Redekunst. Kann nicht mit, ach, das ist mir zu doof, da warte mal einfach mal, was sich da noch ergibt. Vitalität, das wird man auch noch gucken. Das lassen wir mal. Kampf, Verteidigung, Fertigkeiten mal jagen. Trinkfestigkeit, wollt ihr auch noch offen lassen. Buffs, Ruf, Rovna ist nix, Mühle ist nix. Ansonsten, ja, soweit okay alles. Die Quest heißt doch eindeutig. Ja, hab ich. Hab ich einen mit dem Räder? Ich soll jetzt aufsteigen auf den Gaul. Hast bei einem Einhunder eine Schlafmöglichkeit? Bis ins Ausruf, jeden Fall.
Super. Spender da. Hier auch irgendwo ein Bett. Hallo? Ich mach mal eine Köhlerei hier. Ach nein, das wollte ich doch gar nicht, weil ich mir nicht dücke, da kommen wir eh nicht schlafen. Schön, ist die Leiche hier rumverwesen, ganz toll. GG easy. Gibt es irgendwas zum Pendu? So, was ist das? Hier, schlafen. Wir schlafen jetzt bis morgen früh durch. Holen uns. Zum Essen haben wir noch Trockenobst ansonsten. Schön, dass aber so schnell die Zeit vergeht. Nur letzte Stunde wieder. Da muss man da rechnen. Psst. So. Oder muss ich ihm einfach nur das Zeug jetzt bringen? Ich glaube, wir bringen das einfach jetzt fertig. Nahrung. Essen. Sattheit 70, dann tut es noch einen Apfel. Die auch gerade nicht mehr ganz so gut sind. So, 96. Okay. Das Symbol hat mir gerade nicht gefallen. Muss zu B ist es nicht. Muss zum Rode A. Okay. Wegen dem anderen muss man noch mit anderen Leuten reden. Muss den anderen mal fragen, wie der eine Priester heißt. Oder Papst, Pfarrer, was auch immer. Ist egal. Wir nehmen den Weg da drüben, das sieht besser aus. Ja, so könnte es regnen. Da bin ich d'accord mit. Aber vorhin. Es regnet. Was? Wir haben blauen Himmel. Ja, es regnet. Atatatatatata. Was machen wir hier denn? Scher dich fort. Ich will nicht mit dir reden. Hey, hast du sie etwa umgebracht? Was ist das? Hä? Wieso gebe ich das weg? Du Bastard! Du warst es! Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Was treibst du in der Nähe einer Leiche? In der Nähe eines Mordes? Was? Ich reise im Dienste von Herrn Ratzig Kobilla durch die Provinz. Herr Ratzig? Oh! Ich bitte um Verzeihung. War nicht so gemeint. Also gut, ich denke, du bist doch nicht der Schuldige. Gut, dass du es einsiehst. Warum habe ich 70 weggegeben? Das ist ein bisschen Kraft. Und was genau hast du hier eigentlich gemacht? Worauf willst du hinaus? Du hast die Leiche geplündert, ja. Du hast mitten auf der Straße die Leiche geplündert. Na und? Eine Leiche braucht keine Habseligkeiten. Gib es zu, sonst machst du es nur noch schlimmer. Ja, genau. Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Ja, genau. Ich werde dich nach Abtei zerren und den Vogt entscheiden lassen. Ich werde dich melden. Man wird mir Gehör schenken. Ich weiß, was geschehen ist. Ich werde die Straßen nicht Banditen überlassen. Oh, wirklich? Ich verspreche dir, wenn du versuchst, mir etwas anzuhängen, wird die ganze vermaledeite Provinz davon erfahren. Du bist der Mörder. Du kannst ehrlichen Leuten nicht einfach irgendwas unterstellen. Ich gehe in die Stadt, um das zu melden. Wirst sehen. Komm her.
Die Rüstung ist so schwer. Haha, erwischt. Komm doch. Nochmal erwischt, ich bin gut. Geht da durch Jagen hoch? Achso. Wir müssen schon unsere Rüstung loswerden. Ist alles viel zu schwer. Du entkommst mir nicht. Wo wollen wir den jetzt aufholen? Nix da, du kommst her. So. Nix da. Ich hab's genau gesehen. So, plündern. Ah, hier, Groschen. Oh, der Morgenstern kann man gut verkaufen. Sehr gut. Tja. Tja, tja, tja. So, erstmal kurz zum Pferd. Das Equipment von uns. Ich hätte gern wieder... das hätte gern. Das. Oh, die ist auch besser. Warte mal, Inventar, Rüstung... Ach, was mache ich denn da schon wieder? Ich muss doch... Ich möchte mit meiner Drückerei, ne? Ah, die ist schlechter, die kann weg. So. Da ist Pebbles. Sehr gut. Puh, ich hatte schon Angst, sie verpfeift uns. Ich bin da immer ruhig und konzentriere mich und guck selber, pass auf, so, wie kriegen wir ihn am besten und was machen wir und wie, wann zustechen. Als mir die Rüstung weglegen, hat viel gebracht. Man viel schneller. Da drüben liegt noch die Leiche, die holen wir uns auch noch geschwind. Der hat einen Morgenstern dabei gehabt, hundertprozentig war der das. War die nicht hier? Ist weit gelaufen? Ne, das war dann der Leiche. Egal. Ist die Leiche halt weg. Kann ich nicht ändern. Schade. Ich jetzt gar noch geplündert. Shit happens. Spezial. Oh, wir haben was Neues bei Reiten. Echt? Fertigkeiten. Reiten. Lastenpferd. Ein Pferd kann nicht, kann mehr tragen, ist auch langsamer, ist schneller. Ein Pferd scheut allgemein etwas weniger, bei Unwetter wird deutlich mehr. Brit den Kampf hältst du sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf. Ein Schadensmuster von 15%. Ein Pferd scheut nicht, wenn Feinde in der Nähe sind, außer es wird angegriffen. Das hört sich doch gut an. Das hier, ja. Das bringt uns nichts, wenn das Pferd uns runterschmeißt. So, fertig, los. Geht's. Ich weiß nicht, ob das gleich klug ist. So vorne quält man die Schiffe da nicht. Das habt ihr euch anders vorgestellt, was, Jungs? Was hast du vor, du Bettler? Wir haben zu tun. Hau ab oder es kracht. Das wird eine Frucht. Mir! Au! Au! Okay, brauche Ausdauer. Sag mal! Geh
Jesus Christ. Na gut, du gewinnst. Ich gebe auf. Sonst noch wer? Da sind noch ein paar. Ja, speichern. Nahrung. Regenblumenaufguss. Essen. Ach, ihr habt die erledigt. Wächter tot. Wächter tot? Wächter. Wo sind die Leichen hin? Liegt meiner noch? Meiner liegt noch. Also jetzt habe ich es gerade ganz verstanden. Plündern, Kettenhemd, das. Das. Das ist gut. Den Wein nehmen wir mit. Okay, waren es nicht mehr? War es nur der eine? Dietrich auf jeden Fall. Oh, das ist teuer. Das ist gut. Das, die Arbeitsstiefel waren es nicht so viel. Der Kettenpanzer. Das ist noch toll. Die Räucher, was nehmen wir mit? Trockenobst, Verbände sowieso. 89 kann man verkaufen, 93, Breitaxt. Rühr dich nicht von der Stelle. Ergib dich. Du hast das Gesetz missachtet. Du wirst verhaftet. Ja, ja. Mehr hast du nicht drauf. Ergib dich! Du hast das Gesetz. Keine Rumgescheiße mehr. Komm du mal her, mein Freund. Wartet mal, ich muss kurz Material loswerden. Ich kann nicht machen. Fernkampf, super. Au! Das kann halt wahr sein. Da haut ab, der Drecksack. So. So. Nix da, du Arsch. Lindern, ja klar. So, das hier, das hier, das hier, das hier, das sind 232. Sami, Schnaps, Trockenobst, Verbände. Die Groschen natürlich. Und das und getrocknete Pilze, so. Rüstungen, dann muss das weg, das muss weg, das, das. Ein Pferd kann ich nicht mehr tragen, scheiße. Also was knallen lasse. Regenblumenaufguss. Den herstellen, das war traumhaft.
Wir können immer rennen. Das ist super. Da sind wieder zwei. Ich speichere hier mal kurz. Ich weiß nicht, wie die das gerade gleich sehen, deswegen. Dörfleisch, das. Die 200 sind gut. 47, 720. Äpfel nehmen wir mal mit. Das können wir verkaufen. Das ist noch ein guter Preis. Die 105, die Verbände. Hallo Pebbles. Ist definitiv zum Schmied. Ist voll überladen. Und dann müssen wir hier aber über die Brücke drüber, wie es aussieht. Ja, jetzt den A in den blauen müssen wir, genau. Den Weg hier im Ufer kennen wir noch, reicht überhaupt richtig gerade? Richtung Süden. Ja, ja, stimmt alles, okay. Das kommt mir gerade so bekannt vor, deswegen. Oh, ich will einen Ringblumenaufkuss. Von dem Trank da, das ist top, das Zeug. Ich würde es so gern selber herstellen, brauche auf jeden Fall einen Ringblumen dafür. Ah, geh weg. Ich kann nicht nochmal Kampf vertragen gerade. Viel zu langsam, ich bin überladen. Vollgepackt mit allen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend Feeling. Unsere Geldsorgen sind verschwunden. Yo, 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 Unfallort. Nee, der Sage hängt aus. Ich habe gerade keinen Bock darauf, dass irgendwelche Leute warten, bis sie uns überfallen können. Das ist auf jeden Fall der reguläre Weg. Das ist schon mal schön. Oh, mir gefallen solche Waldwege. Ne? Mit dem Pferd lang pacen. Ah, Real Life ist schon auch mega. So, Pferdchen erstmal kurz wegfolgen. Ja, macht ja nichts aus, Pferdchen. Mir geht's auch gar nicht besser. So, und da unten müsste es jetzt gleich sein. Ja, das sieht gut aus. Ah, damals schon links. Wunderbar, traumhaft. Yeah, yeah, gimme beat. Los, Pferdchen, tschüss. Also, es hat sich im Grunde gelohnt. Damals bin ich wieder was machen können. Ein bisschen Loot gesammelt, dass wir es verticken können. Und konnten Missionen erfüllen. Hab gemerkt, dass das Spiel so aufgebaut ist, dass es sogar klug aufgebaut ist. Halt, warte. Warte. Ja, ich muss da oben rein, ne? Ja, ja. Johanka, ich habe das Zeug. Dann kommt es ja zu meint. Erzähl mir mehr über die Lage. Danke. Gespräch beenden. Das war der hier, ne? Verehrte Johanka, ich komme in Bewunderung für deine Selbstaufopferung. Ich möchte dich gern zu einem erlesenen Bankett in meinen Palast einladen. Du verdienst etwas sehr... Was hast du hier zu suchen, Bursche? Wer hat dich reingelassen? Ah? Bin ich bestimmt, was jetzt abgeht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich kümmere mich um die Verwundeten. Wie du sicher weißt. Na dann troll dich und störe mein Gespräch mit Johanka nicht. Du wirst hier nicht gebraucht. Oh, gute Frage. Wäre es nicht besser, das Bankett hier auszurichten, Kustos? Was? Wenn du für die Kranken nichts hast, könntest du doch wenigstens das Bankett hier abhalten. Das war klar, dass es fehlschlägt. Niemand spricht in diesem Ton mit mir.
Werft ihn für die Nacht in den Kerker, damit er ein paar Manieren lernt. Nein! Fick dich, Spiel! Wer mal gespeichert? Bevor man den Typ ausgeraubt hat. Nö, das ist jetzt immer Sitze. Hallo? Was ist für ein Arschloch? Jetzt will ich schon mal mit Abstech wieder. Vor allem, dass mich hier nicht abbrechen können, also bitte kommt. Sorgst du jetzt eine Weile vom PC und ich so, Wippe. Nee, das ist mir noch ein Biete. Hallo? Vor allem, dass ich Escape drücke, kann ich einfach laden. Das ist doch aber so ein Fick, du. So, danke. 20 Jahre endlich. Hei. Oder haben wir dort noch gespeichert bei denen? Ich weiß es gerade nicht. Ist mir doch egal. So eine Sauerei, du. Ich fällt den Bastard ein. Danke, meine Liebe. Ich bin ein dummes Arschloch. Ja, das war hier noch. 47, das, Verbände, 405 kann man es verkaufen, das ist noch gut. So, Pebbles, müssen wir mal aufsteigen und dann müssen wir uns mal schön speichern. Mann, du. Was für ein dummes Arschkind, der Typ. Ich will nur reden, ich bin ein Arschloch. Lass mich doch. Naja, rede ich mal jetzt immer schon besser, aber das soll uns ein bisschen überlegen. Das können wir so nicht bringen. Das Blöde ist, wir könnten zwar was skillen, dass wir im Grunde mit der Hoheit besser reden können, dafür sind wir in der Gewandtheit mit dem Fußvolk schlechter. Das ist natürlich die Frage, was natürlich jetzt besser ist. Geh mal weg, mein Pferd muss durch, das braucht Platz. Ist ein dicker wie du. Ah, Ding, ja, ich würde unverlaut, geh weg. Hallo. Wir können die Leute natürlich auch abschlachten, aber bringt ja nichts. Gibt nur Stress. Ganz ruhig, Pferdchen. Folgst du den Weg, dann kannst du ein bisschen ausruhen dabei. Alter Schnauf wie eine Dampflok. Übel. So, und Feuer. Endspurt, mein Kind. Endspurt. Wir sind gleich da. Wir haben es gleich wieder geschafft. Kilometer für Kilometer für Kilometer. Miau. Piu, 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 piu. Was denn mal? Ansonsten hat es natürlich die Möglichkeit, sie will nichts vernehmen. Müssen wir mal gucken, wir haben da eigentlich keinen Stress. Ich dachte mir eigentlich so kurzfristig, schlüssig, das wäre vielleicht eine gute Idee, aber war es ja dann doch dead. Wie gesehen haben. So, dann steigen wir uns mal kurz ab. Und speichern hier jetzt aber. Das ist genau das, was halt mit diesem Retterschnaps echt ein riesen Nachteil ist. Du, jetzt bedenk mal, du warst gestorben, jetzt habe ich schon gespielt, deswegen nicht gesaved. Instant am Arsch. So, Trank verabreichen. Verehrte Johanka, ich komme in Bewunderung für deine Selbstaufopferung. So, teilweise überspringen. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich kümmere mich um die Verwundeten. Genau. Na dann Troll. Ja. Das ist besser. Aber Johanka braucht von dir nichts, guter Mann. Du wirst mich auf geziemende Weise anreden, du Lump. Verstanden?
Ja. Ja, Kustos. Aber Johanka braucht von dir nichts. Du wirst mich auf Ich rede mit jedem so, wie er es verdient. War falsch, ne? Niemand spricht in diesem Ton mit mir. Werf ihn für die Nacht. Gut, dann müssen wir es anders machen. Nervt, dass man das in abbrechen kann, dass sie einfach das verfickte Rad schneller dreht. Das muss das so sein. Echt? Beim Schlafen geht's zügiger. Vor allem, wir müssen mit dem ja noch reden, müssen mit dem ja noch verhandeln. Das ist das Problem. Dann können wir da mal nicht blöd kommen. Das ist doch scheiße. Dass er wirklich sowas gleich ausrastet. Oh Mann. Jetzt ab, das machen wir jetzt noch kurz, das würde ich gerne haben. So, jetzt warte mal, hör auf, bitte, darf ich? Spielade nochmal, danke, ja. Option Tränke automatisch zu brauen, oh geil. Das ist natürlich top. Das ist ein Ringblumenaufguss, das war traumhaft. Ich wollte jetzt gerade schon einen Cut setzen, aber das ziehen wir jetzt noch kurz durch. In ein paar Minuten ist es aber egal. Was mit dem Arschlacher noch nett sei, ich glaub's nicht. Unsere gestohlene Waren wird uns abgenommen. Hallo, das ist alles gestohlen. Hallo? Hallo, Spiel, mach mal. Hopp, hopp. Haben die ewig Zeit. Es gibt alles Überzug. Das kostet mich wieder Zeit im Rendern. Okay, mach ich den PC, aber ist nicht schlimm. Aber trotzdem. Hallo, Spiel? Bist du abgestürzt? Sag mich, dass du abgestürzt bist. Oh oh. Sieht nicht gut aus. Ich stehe schon viel zu lang gerade wieder. Das Problem hat sich nicht schon mal, dass wir haben. Oh, ich wollte mich gerade raustappen. So, die dritte. Verpiss dich doch, Alter. Fuddelmann. So. Schaffe ihm den Drang. Dann lädt das Ding wieder das 20 Jahr gleich. So, teilweise überspringen. Wir machen das erste trotzdem erstmal, ne? Oh, es lädt doch. Ich kümmere mich um die Verwundet, wie du sicher. Das hört noch keinen, ja. Aber Johanka braucht... Du wirst... Ja. Ich will nicht stören, Kustos. So ist's brav. Johanka hat meine Einladung erhalten. Ich freue mich auf unser baldiges Treffen. Bringt uns nämlich nichts, wenn wir im Knast sind. Johanka? Hallo? Hallo? Oh, das lädt immer so ewig. Sebastian, der Kustos ist wirklich widerlich. Er kann gemein sein, aber auf seine Art eben auch, ich weiß nicht. Das ist nicht dein Ernst. Was soll das heißen? Er war wenigstens die ganze Zeit hier, im Gegensatz zu dir. Ja, sorry, dass man fast im Sterben lag. Ja, los, zisch ab, du Flittchen. Blöde Sau. So, aber jetzt ein sehr geehrter Mann. Es war ein Spiel anzulassen. Wir hören sehen uns das nächste Mal wieder bei Kingdom Come Deliverance. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren vergessen. Dann müssen wir nicht mal erstmal den ganzen Schrott loswerden. Schön, dass du da bist. Fotze, verpiss dich. Stech dich noch ab. Das machen wir das nächste Mal. Wir speichern, stechen sie ab, gucken, was passiert. So, bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.